Auf geht's mit der nächsten Partie, unserem zweiten Viertelfinale. Hertha BSC Berlin gegen den ersten FC Köln. Zwei hochspannende Mannschaften hier mit richtig tollen Kickern, denen wir uns widmen werden im Laufe der nächsten 15 Minuten. Die Berliner ja Mainz 05 ausgeschaltet. Jetzt geht es also gegen den nächsten Karnevalsverein. Erste Möglichkeit für Köln. Guter Versuch von Marvin Obus. Und da haben wir den Fanblock, wie man sieht. Die gehen richtig mit. Und die werden hier noch richtig eskalieren, da bin ich mir sicher. Die Kölner ja, knappes 3:2, ganz kurz vor Schluss haben sie die Norddeutschen ausgeschaltet. Diese Partie gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal. Bisher also der neue Modus hat sich komplett bewährt. Die Mannschaften wurden ja in sogenannte Regionaltöpfe eingeteilt in der Vorrunde. Und jetzt haben wir hier die ersten Sprechchöre. Zwei Kölner Blicke auf der Tribüne. Also es kommt Atmosphäre auf hier. Dank dem ersten FC Köln. Seit dem Rückrundenbeginn kann man wieder singen. Die Kölner ja haben zur Aufholjagd geblasen in der Bundesliga. Und auch hier im U16-Turnier verkaufen sie sich bisher hervorragend. Tolle Spieler mit Jan Thielmann mit der 9, Marvin Obus mit der 11, auch Tim Lemperle, Sebastian Papalia. Da gibt es mächtig Ärger. Eugen Fritz entscheidet auf Ballbesitz für Berlin. Die Kölner Bank hatte da ein paar Schwierigkeiten mit dieser Entscheidung. Man sieht hier Ralf außen. Man hat ihn schon begeisterter gesehen. Ball zurückgelegt. Abschluss. Gehalten vom Nationalkeeper, von Vincent Friedsam. Klasse Ball, jetzt gespielt. Kopfball kommt, der Ball ist im Tor. Und ich glaube, dass ihn Joe Williams ganz zuletzt berührt hat. Müssen wir uns gleich in der Wiederholung nochmal angucken, ob der Ball da schon vor der Linie war. Und da haben wir Williams, Ball abgeblockt, dann der Kopfball. Oh nee, dann war der Ball schon im Tor. Evin Shantekin war das. 1:0 für Hertha BSC Berlin und der Ball hier. An die Latte, fast die Möglichkeit zur 2:0-Führung. Berlin bleibt im Ballbesitz, bekommt die nächste Schussmöglichkeit. Da haben wir hier den kleinsten Mitarbeiter der Kamera OWL, die das Ganze hier aufziehen, produzieren, diesen Livestream auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Mit Wiederholung, mit 8 verschiedenen Kameras, die hier im Einsatz sind. Mit, so hoffen wir, einer Top-Bildqualität. Kamera OWL hier über viele, viele Stunden im Einsatz. Für Sie, für euch zu Hause an den Bildschirmen.
Langer Ball wieder. Für die Stimmung in der Halle, wenn natürlich ein Weiterkommen der Kölner förderlich. Von der Qualität können wir uns mit Berlin genauso gut anfreunden, weil auch sie tolle Spieler in ihren Reihen haben. Gehen wir gleich noch ein wenig drauf ein. Nächster Versuch, Vincent Friedsam. Also Berlin, Joe Williams haben wir eben schon genannt. Lazar Samardžić natürlich, der raussticht. Aber auch Emil Čantekin immer wieder auffällig da im Offensivbereich. Und da wirklich qualitativ richtig gut aufgestellt mit einer richtig guten Truppe hier in Lübeck. Freistoß für die Kölner. Vielleicht die Möglichkeit zum Ausgleich. Quer gespielt und Pfosten. Gut gemacht eigentlich soweit. Wieder Vincent Friedsam. Fußballerisch, ich hatte es schon mal erwähnt, somit der beste Torhüter hier im Turnier. Der Nationaltorwart. Jetzt der Ballverlust. Kann Berlin das nutzen. Unsauberer Pass. Aber Berlin bleibt im Ballbesitz. Ball zurückgelegt von Jonas Dirkner. Langer Ball auf Friedsam. Köln baut geduldig auf. Mit Friedsam. Na komm, habe ich es gesagt. Verliert er mal den Ball. Ball gespielt hier. Keine Freistoßentscheidung. Jetzt gibt es Freistoß für Köln, weil der Arm drauf war. Und Eugen Fritz hat wenig Lust auf Diskussionen. Dementsprechend hier die Ermahnung. Langer Ball jetzt. Friedsam aufmerksam, blockt den Ball gut weg. Aber die Berliner Verteidigung ist diszipliniert. Köln kommt nicht so wirklich in die Aktion. Man wartet so ein bisschen drauf, dass jetzt ein Urknall passiert hier. So ein Ausgleich oder so. Dass das Spiel nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Das ist jetzt sehr gespannt. Keiner will den Fehler machen. Keiner geht ins letzte Risiko. Das werden die Kölner einfach machen müssen. Ja, die wollen rauf auf die Platte hier. Die wollen nicht ausscheiden. Wenig Lust, jetzt schon nach Hause zu fahren. So schön das Rheinland auch ist. Pokale gewinnen macht überall Spaß. Auch in Ostwestfalen. Gerade in Ostwestfalen. Der Ball war zu schwach zurückgespielt. Glück gehabt. Jan Thielmann da. Jetzt sollte er langsam mal sich vom Ball trennen. Freistoßentscheidung pro FC Köln. Fuß muss jetzt vor. Gut geblockt nochmal. Josef Örnek bei den Kölnern. Wernick gewinnt den Ball und Friedsam hat die Kugel. So, jetzt mal wieder der lange Ball, aber das wird nicht funktionieren. Dafür ist Berlin auch zu wach. Schaltet zu gut um. Sie müssen schon mit Druck, mit Fußball lösen.
wenn sie in Aktion kommen wollen. Oder mit Fehlern der Berliner. Und genau das ist jetzt passiert. Marvin Obus. Und der Fanblock feiert. Stehend. Da sehen wir es. Ballverlust hier von Arne Kojovic. Hat das selber gemerkt. Und gibt das jetzt Rückenwind für die Kölner. Ball quer gespielt zu unsauber. Langer Ball. Lieblingslied vom Lieblingsverein. Überragende Stimmung jetzt. Also nochmal, bei aller Sympathie für die Berliner. Wenn man das hier sieht, stimmungsmäßig bräuchten wir Köln weiter im Turnier. Wie gesagt, sportlich die Berliner mindestens genauso verdient. Aber atmosphärisch sollten wir den Kölnern ein wenig die Daumen drücken. Schöne Bilder, das war der Versuch, was ganz Freches abzuschließen von Joshua Schwirten, dem Kapitän der Kölner. Guter Ballgewinn jetzt hier. Schwirten wieder. Missverständnis in den Rücken gespielt. Fortes Williams da, verfolgt ihn, aber das hat Markus Kohn gut gelöst. Kriegt den Ball jetzt rübergespielt. An der Bande jetzt Tim Lemperle. Mit Schwirten der Doppelpassversuch, aber gut aufgepasst wieder von Berlins Verteidiger. Die Puste hindurch. Da haben wir einen oberen Fanblock der Kölner. Da wird fleißig mitgeklatscht in der Halle. Ja, das ist Fanblock Nummer 2. Wenn die Kölner ins Finale einziehen, stehen die Jungs hier mit freiem Oberkörper. Das ist mal Fakt. Er ist ein bisschen abgetaucht. Lazar Samardzic, gestern noch ja alles überragende Mann bei den Berlinern. Jetzt gewinnt er fast den Ball gegen Batuhan Nützten. Jetzt Schwirten wieder mit dem Duell. So, jetzt macht sich Tekin auf. Allein gegen alle. Ah, bei Verlust. Foulspiel wieder von Batuhan Nützten. Ballbesitz für Berlins Keeper Kilian Schubert. Zweieinhalb Minuten auf der Uhr, ein Spiel, das definitiv von seiner Spannung lebt. Es geht ums Halbfinale. Gute Möglichkeit wieder. Kilian Schubert die Hände ranbekommen. Und jetzt der Weitschussversuch, denn Köln erhöht das Risiko. Köln hat den Keeper rausgenommen. Und spielt jetzt mit dem fünften Feldspieler am Kasten. Also die wollen die Kanone wieder schießen, die wollen es machen. Das wird ein wunderschönes Tor. Sensationell. Und das sind die Bilder, die begeistern. Marvin Obus. Und jetzt drücken wir alle die Daumen, dass wir da ein schönes Replay auf der Pfanne haben. Sensationelle Aktion. 2-1 für Köln. Wir bleiben erst drauf, weil wir sind in der letzten Minute. Das wird in den Highlights, denke ich, auftauchen. Und das 2-2 durch Lazar Samardzic.
mit der Nummer 10. Da war Köln noch so euphorisiert von diesem Traumtor. Und jetzt wieder 40 Sekunden sitzt er auf der Uhr, nicht irritieren lassen von unten. 39 Sekunden sind es jetzt noch auf der Uhr. Wie gesagt, in der letzten Minute wird bei jeder Unterbrechung das Spiel angehalten. So, langer Ball nochmal nach vorne. 31 Sekunden sind noch zu spielen. Es steht 2:2. Erleben wir das nächste 9-Meter-Schießen. Es wäre das zweite im laufenden Turnier. Die Halle ist voll dabei. Die Halle ist angesteckt von diesem spannenden Spiel. Und jetzt versucht Berlin nochmal alles, hier den Lucky Punch zu erzielen. Intensive Duelle an der Bande. Ballbesitz für Köln. Der Konter läuft. 1 gegen 1 Situation. Ball kommt nicht durch. Gut geklärt. Wir haben noch 14 Sekunden auf der Uhr. Es ist dramatisch. Noch 10. Abschlussversuch. Das war zu ungefährlich. Kielan Schubert hat den Ball. Langer Ball. Soweit geklärt. 3 Sekunden, das Spiel ist nochmal unterbrochen, aber bei 3 Sekunden wird nichts mehr anbrennen. Wir werden das nächste 9-Meter-Schießen bekommen. Zwischen Hertha BSC Berlin und dem ersten FC Köln. Jetzt war ja nur auch wirklich abgelaufen. Das bedeutet, es geht ins zweite 9-Meter-Schießen dieses Turniers. Das Prozedere bleibt das gleiche. Pro Mannschaft 3 Schützen. Sollte es nach diesen 3 Schützen immer noch unentschieden stehen, geht es im 1 gegen 1 weiter. Sollte jemand überlegen, in den nächsten Minuten auszuschalten, also, ich mache ein bisschen Werbung. Wir erleben jetzt ein 9-Meter-Schießen zwischen Hertha und Köln. Das allein ist schon mal dramatisch. Und kurz darauf geht es dann richtig ab. Und das sind doch traumhafte Bilder von der Kraschbullhalle in Lübeck live. Wunderschön die Vogelperspektive. Der Parkplatz natürlich voll besetzt. Sie parken hier in halb Lübeck, um ein Kraschballer zu sein. Traumhafte Aufnahme hier aus Lübeck. Also nach diesem 9-Meter-Schießen das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Fußballherz, was willst du mehr? Bevor wir uns diesem Schlager aber widmen, gehen wir jetzt in dieses Duell. 3 Schützen zunächst aufgeschrieben. Sollte es dann unentschieden stehen, geht es weiter im Sudden Death. Der Modus. Kielan Schubert im Tor, der Berliner. Und Nationalkeeper Vincent Friedsam für den ersten FC Köln. Erster Schütze für Köln. Ball im Tor. Marvin Obus. So. Luca Netz gegen Friedsam. Netz ein. Auch noch verhaltener Jubel bei seinen Mitspielern.
Joshua Schwerten jetzt für die Kölner. Trifft, hat Kilian Schubert verladen. Und jetzt Nationalspieler Lazar Samardžić. Eine der prägenden Figuren gegen Friedsam. Die beiden kennen sich aus der Nationalmannschaft. Netzt ganz cool ein. Erleichterung über diesen coolen 9 Meter. So beginnt das nächste Duell. Dennis Dahmen für die Kölner gegen Kilian Schubert. Trifft unten rechts. Und jetzt auch der Jubel. Dieto steigt die Anspannung, gibt die Gratulation vom Trainer. Und jetzt ist Druck im Kessel für Emil Çantekin, der ein herausragendes Turnier spielt. Aber trifft er nicht, steht Köln im Halbfinale. Und genau das ist jetzt passiert. Friedsam hält den Ball und Köln steht im Halbfinale des Rivalry Cups. Ja, und das sind Emotionen. Ja. Kann vor Adrenalin und Testosteron kaum laufen. Vincent Friedsam, dafür wirst du Torwart. Für genau diese Momente. Dankeschön trotzdem an Hertha BSC Berlin für einen tollen Auftritt. Und wir freuen uns auf den ersten FC Köln im Halbfinale. Jetzt, wie gesagt, gleich geht's weiter mit dem Revierderby. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Und an die ganze Mannschaft, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Hertha BSC Berlin, nochmal einen großen Applaus!